oder so vorbeikommen. Habe ich nee. Das gerade richtig verstanden? Du hast eine Mutter-Fehlfunktion. Ja, auch. Ja. Hörst du doch, ey, Harald, hörst du doch. So, jetzt können wir aber halt mal schauen. Fresse, solange Felix. Die Karre noch läuft, fährst du durch bis zur Stadt. So, ja, Florian, also der überlegt die ganze Zeit bestimmt auch schon. Ist jetzt ganz hinten? Was stelle ich für eine Frage? Was stelle ich für eine Frage? Ja, so schon, also so irgendwie schon hinten, also mittendrin. Ja, ja, dabei. Eben, mittendrin ist irgendwie nicht so ganz hinten, ne? Ja, ach. Oh Mann, komm, ärgern wir den Florian mal ein bisschen, dann hat er was zum Aufregen. Wer bist du? Who the fuck ist LKW-Fan, ey? Das ist ein, ach, das ist ein Freund vom Xasa, genau. Und Xasa, ach, von dem? Ach, ja. Sag doch gleich. Und der Xasa ist doch, glaube ich, von Rocktox eingeladen worden oder so. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass die beiden schon Freunde wieder sind. Kann er weg? Mr. Apple Epsilon ist jetzt weg. Ja. Verbindung unterbrochen. Und ich weiß, also, dass der Xasa einer meiner treuesten Livestream-Zuschauer ist, der mir auch immer fleißig mal den einen oder anderen Dollar rüberwachsen lässt. Also vielen Dank an der Stelle mal. Da musst du aber dann immer Bälle in Körbe reinschmeißen, ne, oder? Ja, ganz genau. Ach, ärgern wir nochmal ein bisschen. Korb, den ich mache, und das sind leider nicht so viele, gibt's einen Dollar. Doch nicht. Na, das ist ja schon mal was wert, ne? Besser als bei YouTube irgendwie mit... noch ein bisschen zurück. 0, was weiß ich, Cent pro 1500 Millionen Klicks. Ja, genau. Haben jetzt alle aufgeschlossen? Ich glaube schon, ne? Ja. Die Purity ist wieder da. Klingt doch gut. So, dann können wir weiterfahren. Genau. Ich finde es ja trotzdem immer wieder lustig, dass sie immer aussehen wie die DHL-Boten, ne? Ja. Ich weiß nicht, habt ihr das bewusst so gewählt? Oder soll es ein Gag sein? Oder ist es ernst gemeint? Das ist eigentlich ernst gemeint. Also auch gar nicht an DHL so ein bisschen angelehnt, aber... Ja, gelb sieht man halt gut und dieses Rot noch da drin. Ja, gelb passt. Ist ja die Lieblingsfarbe vom Darcy, ne? Lassen wir das. So, wir haben noch einen laut meiner Liste, und zwar Tenges. Auch von Nordrhein TV Play. So, und wo ich ist hätte jetzt vorher noch den Tick hier. Moment, der Tick ist vorher noch. Natürlich ist er. Ich wollte nur mal schauen, ob du auch aufpasst. Ich hol's mal raus. Der Zengis. Ja, hallo. Schade. Wer hat gerade Harald gesagt? Ich habe Hallo gesagt. Deswegen frage ich ja, wer Harald gesagt hat. Hat keiner Harald gesagt. Das ist wieder deine innere Stimme. Ja. Ich muss mal Medikamente nachwerfen, glaube ich. Also, der Tick, jetzt geht's ganz ordentlich voran. Da können wir auch noch Nein, ein bisschen der Alexander. Mehr. Sag ich doch. Du hast mich akustisch ja. nicht verstanden. Hast du eine Frage? Ja, was findet ihr alle besser, E-Sports oder PS4? Oh Gott, wirf nicht das Thema auf. Steam Machine. PC ist auch eine gute Antwort. Nee, ich muss aber dazu sagen, ich spiele hier auf dem PC mit einem 360 Gamepad, deswegen würde ich eher zur Xbox gehen. Nee, aber wenn es um Konsole geht, dann würde ich um die PS, würde ich mich für die Playbox entscheiden. Das ist so eine Mischmasch aus PS4 und Xbox One. Und also ja... An den Konvoi, der hinter mir steckt. Ja, ihr sollt mich überholen, wenn ich eine Motorfehlfunktion habe. Erik, wie ist das? Hast du so manchmal im Leben so ein bisschen Probleme, dich zu entscheiden? Nee. Nein? Ah. Wir haben übrigens schon wieder den Anschluss dank Erik verloren. Nee, wenn es um die Liebe geht, bin ich da immer sehr schnell. Achtung, ich bremse. Also deine Liebe zur Playbox. Wer ist denn da? Ach, der Parsi, der fährt wieder links. Nein, also ich hab das irgendwie für nötig, immer aus der Reihe. Die Frage ging ja an alle, ich antworte jetzt auch einfach mal so rein. Ich habe eine PS4, die finde ich auch gut und spiele aber am liebsten auf dem PC. Harry, was machst du? Ich sage jetzt einfach mal, ich bin der Einzige, der sich jetzt mal ganz klar entscheidet. Und der kommt hier nicht vor mir rein. Warum? Nicht vor mir. Weil mich die total genervt haben von der Xbox One. Ah! Ich war von denen so sauer auf die blöden Penner, dass ich meine Xbox One verkauft habe. Okay. Ich will mir nie eine Konsole kaufen, deswegen. Nee, weil das ging mir auf den Sack. Ach, dumm, muss man ja, weil sonst kann man ja kein NHL spielen. Das gibt's ja auf dem PC nicht. Da gibt's wahrscheinlich auch noch keine richtigen Emulatoren für, ne? Was? Dass du PS4-Spiele auf dem Rechner spielen kannst. Pff, was weißt du nicht? Ich bin so gespannt auf Florian, wenn der gleich seinen Auftritt hat. Ich bin auch gespannt, also wir werden wahrscheinlich beide hochladen. Kann ich mir gut vorstellen. Nee. Bin ich gespannt, wie der das kommentiert. Nee. Der Staatsanwalt, ob der überhaupt kommentiert. Der Staatsanwalt von Gamers Global. Aber ja, nicht ohne meinen Altus hier, ne? Nein, ich muss es gerade mal wiederholen. Xbox, die Microsoft, ich war Xbox. Achtung.
ich war Xbox-Besitzer, 360, fand ich gut. Das Gamepad ist sehr, sehr gut. Besser als das von der PlayStation. Deutlich besser, nicht so schwammig und so, außer ein bisschen größer, ne? Das ist ja nichts für kleine Hände und so. Und dann kam die Xbox One und dann haben die mich gezwungen, dieses verfickte Kinect zu kaufen und haben quasi gesagt, das musst du sein, ne? Und als sie dann gemerkt haben, dass die, dass das keiner haben will, ne? Ging es dann plötzlich doch. Dann haben sie es plötzlich einfach schon verkauft und da hab ich mich erst auf der Sofa. Da gibt's einen Unfall. Wo? Hier, bei mir gerade. Na natürlich, wo denn sonst? Ist doch klar. Scheiße. Der Rocktox ist ja nicht da. Hinten gibt's auch irgendeinen komischen Unfall. Irgendwas ist hier hinten auch noch passiert. Der Lucky, noch mal anhalten? Ja, da bei dir Spielbär, der Lucky, Tick, der liegt du auf hast der ihn Seite. Gerammt? Ich habe ihn nicht gerammt, der hat mich überholt und ist gegen mich gefahren. Dann ist er um die Typ. Kann ich bestätigen. Der Rocktox sagt ja auch immer, öh, der hat mich gerammt. Ne? Das ist auch sehr lustig. Das ist aber auch ein bisschen Definitionssache dabei. Ja, ich bin Rocktox 2.0, ne? Tick? Ja. Warum heißt du Tick? Ja, eigentlich heißt Tick Beats, aber ich muss das dann noch umändern, weil ich das im Spiel Tick heiße. Ja, und warum heißt du Tick Beats? Was ist das denn bitte? Ja, so heißt mein YouTube-Kanal, mein kleiner. Ja, aber warum heißt der so? Ich frage immer weiter. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich wollte mich mal in einem Spiel irgendwie Tidia irgendwas nennen und das Ding nicht, habe ich mich Tick genannt und nachher. Wolltest du dich wie nennen? Tier oder Blum? Tidia irgendwas? Ich weiß auch nicht, das war so ein kleines Minigame. Tida irgendwas. Ja, so, genau. Weiter geht's. Tida irgendwas? Ja, und ich bin dann irgendwie. Schau mal, ein bisschen was aufzuholen, ein bisschen dadurch. Wegstrecke. Ja. Manchmal frage ich mich auch. Und dann hängen wir noch Beats dran, dann passt das. Genau. Ja, manchmal frage ich mich auch, ob wir nicht einfach hätte nennen sollen. Wäre wahrscheinlich erfolgreicher gewesen als Freckelfrotzeln, weil es wieder keine Sau weiß, was Frotzeln heißt. Also jedenfalls nicht in dieser Altersgeneration. Ja, aber die Austauschnamen, die du dafür rausgesucht hattest, waren ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, ne? Ja, 234. Geändert, aber vielleicht hätte ich ja mal mit Tick reden sollen und da hätte mir dann vorgeschlagen, dass ich mit Tick. Und dann wäre das vielleicht der Renner gewesen, keine Ahnung. Hättest du jetzt mehr Abonnenten als gewisse andere YouTuber, die ich jetzt wahrscheinlich nicht erwähnen darf, weil ich sonst gekündigt werde? Nee, du wirst nicht gekündigt, du wirst getötet. Sag ich doch. Ja, eben. Ja, mit der Feder. Kollektiv auf der Gamescom. Also, Andreas, der du Alex heißt, hast du noch eine Frage? Nee, das war's. Gut, dann raus! In die Ecke. Nee, der ja neben nicht. Der hat ja eine Frage gestellt. So, jetzt habe ich aber noch Zengis. Den habe ich noch. So, jetzt kommt Zengis. Endlich kommt Zengis. Ja, schönen guten Tag zusammen. Tag, da ist er. Rasenbär. Du bist bei Nordrhein TV Play. Was ist das denn? Ja, ich habe schon überlegt, gerade so eine kleine Checklist und Schleichwerbung war ja schon, also muss ich das jetzt nicht mehr machen? Und wieso, Moment, wieso Schleichwerbung? Ich dachte, was? Das Geld dafür. Ja? Achso, ja. Das ist es keine dann Schleichwerbung. Nein. Hast das du dann eine bitte Frage? Das dann bitte schön mit dem Ansgar zu regeln. Nee, ich möchte mich jetzt nicht in die Ecke stellen, deswegen frage ich jetzt einfach mal, wie lange dauert es, bis deine Frisur steht? Ja, ich habe das Wort nicht verstanden. Was meintest du? Was wie lange was steht? Bis deine Frisur sitzt. Ach, Frisur? Steht. Ja. Es freut mich ja sehr, dass jemand als Frisur bezeichnet. Ne? Normalerweise sollte man es neutral einfach als Haarschnitt bezeichnen. Die steht morgens mit mir auf. Oh, das ist doch schön. Ja, praktisch. Manche kennen Zing das auch. Ne? Das ist der Witz, wenn man den muss jemand tanken sieht. Vielleicht? Ich müsste mich mal reparieren lassen. Ja, aber nicht an der Tankstelle, Erik. Nee, tanken muss ich nicht. Wieder brennen, nee, wir rufen jetzt den ADAC, der repariert mich dann. Ich habe auch die Info erhalten. Erik, wenn du dich reparieren lassen willst, brauchst du einen Gehirnchirurgen. Du brauchst überhaupt nichts von Werkstatt oder sowas. Das läuft nicht. Hey! Ja, was denn? Oder so ein Grab wäre auch praktisch. Ja, ich denke, ihr seid doch eh gleich in Paris, oder? Ach, die Trinity, da wollte ich fragen, ob die überhaupt noch da ist. Hast du eine Frage, Trinity? Nein. Okay, Zengis? Ja. Sonst noch was? Sonst noch was? Erstmal nicht, nein. Dann stell ich mich doch in die Ecke. Ja, wieso? Die Frage? Du hast ja die Frage. Ja, die Frage, komm, die Frage kann man gelten lassen, ne? Ja, die Frage war bekackt, aber es war eine Frage. Es war eine Frage, ne? Ja, aber es war ein Fragezeichen hinten dran, ne? Harald? Ja, okay. Heißt also, du mit Nachnamen wirklich Frenkel? Ja. Den wollte ich eigentlich auch bringen. Ja, toll, ganz toll, ey. Wenn ihr euch den mal selber ausdenken würdet. Dann könnt ihr ja noch Intel oder AMD fragen, um. Oh Gott, Intel. Auf diese. Ja, genau. Nee, Hyperthreading. Voilà. Ja. Dann also ich bin schon in Paris, ihr auch? Apple oder Windows, da gibt es ja immer die Diskussion, aber das ist. Du meinst, jetzt Apple und Windows, das ist nicht die gleiche Kategorie. Ja, das ist das Problem, aber viele meinen das. Also, ich habe mit vielen schon solche Diskussionen
führt und da kann man schon Stunden füllen. Also wer vor einem Mac sitzt, der sitzt nicht vor einem Computer. Tja. Der sitzt vor einem Goldbarren, meiner Meinung nach. Das ist schön ausgedrückt. Achtung. Ja. Harry, nicht umkippen. Oh. Harry, Vorsicht. Nee. Was ist denn da vorne Griff? Los? Mein Spiel hat sich gerade minimiert. Oh. Ja. Meist mal den und, komischen Nordrhein-TV-Heidi raus. Und dann nochmal ganz kurz, es kann sein, dass es gleich ein 30 LKW großer Konvoi entgegenkommt. Also dann bitte ein bisschen Abstand halten. What the fuck? Wo kommt der denn her? Da habe ich die von Info vorne. Bekommen. Von Reimer Richtung Reims. Das ist die Konkurrenzveranstaltung. Wahrscheinlich auf Livestream und bei uns guckt keiner zu. Ach nee, ich habe ja gar keinen Livestream laufen. Fällt mir das Problem auf, ist, wenn die Livestream machen, dann ist aber gleich hier Chaos auf der Strecke. Ja, verdammt nochmal. Kirmes, das ist Kirmes. Bitte rammen. Bitte einfach frontal rein. Ich bin hinten dran. Wer ist denn dran mit dem hinten ran und weg? Ich wieder oder was? Also ich bin ja so semi hinten. Komische Nordrhein-TV. Ja, also das ganz merke ich mir. Nee, ich bin jetzt mittlerweile wieder ganz hinten. Ach, das ist auch gut, Erik, weil sonst krachst du hier wieder vorne allen rein. Ja, das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, obwohl... Ja, kommt drauf an, wer vor mir ist, ne? Ich sag mal so, Erik, du schaffst es eh nicht bis vorne. Ach du Scheiße, was ist das denn? Doch, wetten wir. Nein, Erik, bitte jetzt, versuch's nicht, das gibt nur jetzt links Chaos. Rüber. Ja, probier's mal, komm, weil ich muss ja nach hinten. Jetzt, ja, ich bin ja wieder dran. Oh. 196 Kilometer noch. Hinten. Ich weiß nicht, ich hab nicht verfolgt, welche Strecke wir fahren. Nur Scheiße im Kopf, aber das echt. Ist doch ein mega Umweg irgendwie. Oh, Leute. Keine Ahnung, hast du. Ja, ich meine, mein Navigationssystem sagt ja mittlerweile schon wieder die richtige Richtung an, aber ich hatte ja irgendwann mal, stand dort, dass ich nur noch 2 Stunden brauche und dann plötzlich 4 Stunden und jetzt sind wir wieder bei 3 Stunden, also irgendwie, irgendwas ist da faul. Ja, es ist das ETS-2 Navigationssystem, das ist nicht immer das Klügste. So, jetzt können wir auch mal ein bisschen von außen. Arsch von Parsi. Kann das nicht anders ausdrücken? Wer ist denn da jetzt? Timo wäre dir lieber, ne? So, wollen wir noch Gäste noch mal reinholen oder wollen wir es einfach bleiben lassen? Es gab doch noch welche, die in der Schämecke sind und sich noch Fragen ausdenken. Jetzt, wenn ich wüsste, wer das war, ey. Die ersten 3 auf jeden Fall. Ja. Also, dann machen wir das jetzt im Schnelldurchlauf. Ansgar rein. Talk power granted. Yes, da bin ich wieder. Raus aus der Schämecke. Frage. Achtung. Ja, Frage. Ah! Was ist das für ein Arsch, ey? Wer ist dieser Trainser? Trainser? Das, das ist Erik. Das war die Frage. Also. Gut. Ja, das war die Frage. Die Frage ist, okay, tschüss. So, im Moment gibt es ja die Diskussion rein. Zu YouTube-Netzwerken. Ja. Was sagt ihr dazu? Also findet ihr diese übermäßige Kritik dem ganzen Zeug gerechtfertigt? Also, ja. Ihr seid wahrscheinlich in unterschiedlichen, oder? Ich leite mein eigenes, also demnach... Ich bin in gar keinem Netzwerk. Also ich habe auch nicht vor, in eins reinzugehen, weil die meiste Arbeit mache ich eh selbst, insofern... Spielberg, komm zu trainscience.lp.de. Nein. Nein. Ja. Weiß auch nicht. Ja, Felix tritt jetzt. Das Schöne ist ja, wenn man nicht aus. In einem Netzwerk ist, hat man ja die Freiheit zu machen, was man will. Und es ist wirklich null, was man irgendwie beachten muss oder sonst irgendwas. Wenn man in einem Netzwerk drin ist, gibt es irgendwo eine ganz. Also, selbst wenn das Netzwerk sagt, du kannst machen, was du willst, gibt es ja so eine ganz kleine. Wie soll man das sagen? Regelung, die doch irgendwie da ist. Man kann aber auch sich komplett davon trennen. Deswegen ist das so. Netzwerk halt. Kommt aufs Netzwerk an. Ja, Felix, du trittst jetzt bestimmt wieder bei mir aus. Wer sagt denn, dass ich jemals bei dir eingetreten bin? Oder also so. Ich wüsste jetzt nicht, also was ich nicht machen darf mit meinem Netzwerk. Ja, weiß ich nämlich auch nicht, deswegen war ich gerade verwirrt. Also vielleicht, wenn du, keine Ahnung, ein Netzwerk meinst, das NPD heißt oder sowas, keine Ahnung. Das ist dann kein Netzwerk, ne? Die YouTube-Netzwerke. Harald, willst du nach hinten runter, dann willst du zurückziehen, dann kann Erik nämlich rein, sonst gibt das hier... Ja, er kann doch rein. Ich glaube, die große Diskussion, wenn ich mich mal kurz einmischen darf, ist ja hauptsächlich, ich gebe die Hälfte meiner...